Mich, Mjech, Mech, Dibles Miechom sind alles Namen für ein und dasselbe Musikinstrument. Dieses Instrument war schon immer das Herz der Volksmusik, des Tanzes und der Feste. Früher einmal spielte man es von Istra und Lika über das dalmatinische Hinterland und die dalmatinischen Inseln bis in die Herzegowina. Heute sind die Klänge der Mech auf den Inseln der nördlichen Adria, Zres und Loschin nur noch von wenigen Folkloregruppen zu hören. Früher einmal hatte fast jedes Dorf seine eigene Folklore, seinen Stil, seine Art zu singen und zu spielen. Und jetzt sind auf zwei Inseln lediglich zwei Folkloregruppen geblieben. Auf Zres in Orlets und hier auf Loschin in Eresina. Nur eine Folkloregruppe gibt es hier. Uns gibt es Gott sei Dank noch. Auf der benachbarten Insel Loschin gibt es nur noch einen Mech-Spieler. Auf Zres sind es noch drei. Einer davon ist Ivan Mušić, eine lebende Legende aus Orlets, weil er nicht nur die Tradition des Spielens bewahrt, sondern auch der letzte Mech-Bauer ist. Zu bauen habe ich dann 1960 begonnen. Ich war Seemann und habe begonnen, dieses Instrument zu bauen, um die Langeweile zu vertreiben. Man benötigt eine gegerbte Ziegen- oder Schafhaut, auf der Brummer und Pfeifen angebracht werden. Einer der wichtigsten Teile ist ein Blasebalg, an dem zwei Rückschlagventile montiert werden. Manchmal müssen sogar 30 davon ausprobiert werden, bis die Töne passen. Die Mech ist kein gestimmtes Instrument und die Töne sind nicht rein. Daher ist der Klang etwas Besonderes. Für das ungeübte Ohr klingt es ungewöhnlich und laut und spiegelt somit treffend die Gegend, in der die Mech gespielt wird. Eine Gegend, die von Stein und kargem Land geprägt ist und wo der Mensch seit Jahrhunderten den Launen der Natur ausgesetzt ist. So ist auch der Tanz dazu, einfach und stramm. Auf Anraten des Instrumentenbauers Ivan Mušić und mit der Unterstützung des Musikprofessors Dragan Kajan lernen Kinder in der Volksschule in Zres tanzen und Mech spielen und bauen. Jetzt gibt es ca. 5 Schüler, die sich Mühe geben, dieses Instrument zu beherrschen. Diese Musik wird aber nicht mit Noten, sondern nur nach Gehör gespielt. Es gibt auch Jüngere, die sich dafür interessieren, aber wenn ihre Freunde nicht dabei sind und kein Publikum zuhört und applaudiert, dann werden die Bemühungen, so fürchte ich, vergeblich sein.